Aloha und willkommen zurück. Wham, auf Hawaii. Ja, wir haben das Rennen endlich erreicht, nachdem wir einmal über die halbe Insel gefahren sind. Deswegen stürzen wir uns auch dort gleich hinein. Ah, Gefahr in der Kehre, ein Rennen für alle Klassen offen. Ah, mal sehen, ob wir mit unserem Skyline dem gewachsen sind. Wir werden mal sehen, was da auch als Mitfahrer dabei sind. Da werden wir wahrscheinlich schon einige heiße Kisten da haben. Aber $20.000 gilt es zu verdienen. Na? Auf geht's. Halten wir uns nicht lange auf. Das werden wir nachher auf der Strecke auch nicht tun. Und das sieht ja soweit. Bis auf den Maserati vorne. Aston Martin. Okay, Ford. Mustang, der neue. Okay, da ist hinter uns erstmal. Oh, eine Lotus Elise. Lotus. Ah, komm hier rum. Jo, man merkt schon, hier geht es ein bisschen zur Sache. Da hinten Shepherds. Und Jimmy, ja, ging zum Regenbogen. Beziehungsweise an den Laternenpfahl. Und ich bin vorne. Das gibt's doch nicht. So, Gott sei Dank brauche ich hier auf eventuelle Fahrbahnbegrenzungen keine Rücksicht zu nehmen. Kann hier bedenkenlos cutten. Und zusehen, dass ich einfach möglichst schnell um die Kurven komme. Möglichst eng auch. Oh ja, hab schon, wenn man auf der Minikarte das sieht, schön Vorsprung vor dem Feld. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Liegt aber an dem exzellenten Start, den ich hatte. Axala. An der nächsten Kreuzung rechts. Ich sollte beim Fahren nicht ganz so viel reden. Kleiner Links-Rechts-Schlenker, den cutten wir mal hier ganz elegant. So, da geht's direkt durch die Mitte. Und hier auch einfach mal ein bisschen durch die Botanik. Da kenne ich gar nichts. So. Kurve ging nach hinten zu. Ist ein bisschen tückisch. Eine Links-Rechts-Kombination hier. Zack. Schön. Und ihr seht das Feld auf der Midi-Karte auseinandergezogen. Links abbiegen. Jo, machen wir schon. Mädel, deine Ansagen kommen ein bisschen spät in letzter Zeit. Was ist los mit dir? Schöner Drift, schön eng hier mit der Schnauze an den Rabatten vorbei. Das gefällt. Hopp, hier rum. Okay, einfach mal über den Blumenkasten rüber gefahren. Geht auch. Und, haha, das Ding kriegen wir nach Hause, Leute. Ist das schön. Gleich nochmal in der Zeitlupe. Tja, Leute, jetzt wisst ihr, warum ich den Skyline so mag. Mmh, lecker, 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 lecker. Haben wir hier das Rennen nach Hause gebracht? Ah, ja klar, vom Kuddelmuddel am Start haben wir natürlich profitiert. Konnten uns früh vom Feld absetzen und ja, ein paar Kurven waren zwar nicht so optimal, aber ein paar richtig schöne waren dabei. Ja, mit der Schnauze einfach mal kurz an den Rabatten vorbeigestrichen. Ja, das hat doch was. Okay, weiter geht's. Was kassieren wir hier? 25.000? Ne, $20.000. Damit haben wir, oh, schön, 207.000 hier schon auf dem Konto. Und weiter geht's. Schauen wir mal, was sich hier noch bietet an Herausforderungen. Ist ja hier doch an der Küste noch einiges dazugekommen. Ich meine, hier war doch eine... Das ist eine Abholmission. Irgendwo konnten wir doch nochmal den Paketboten spielen. Na. Ja, wir haben ja keine Klamotten. So, Tabasa. Momentchen mal, Klasse. Klasse F. Caitlin, sollten wir doch eigentlich mit unserem Alpha fahren können. Oh, dass wir die junge Dame mal nach Hause bringen. Ich hoffe, ich kann vorher das Fahrzeug wechseln. Kann ich nicht. Denn sie will ja ein Fahrzeug der Gruppe F. Das heißt, ich muss erstmal schwupp nach Hause. Und ab in die Garage. Jam, jam, jam. Ah, der Skyline, der Alpha und der Camaro. So, den Alpha greifen wir uns mal.
um das Mädel nach Hause zu bringen. Oder wo immer sie auch hin will. Ja, auf geht's. Na, Caitlin. Zack. Versuchen wir mal unser Glück. Wo musst du denn hin? Oh, ist nicht allzu weit, so wie es aussieht. Ja. Deswegen hier ganz kavaliermäßig. Zack, an den Straßenrand. Hallo, junge Frau. Wo soll's denn hingehen? Hallöchen. Danke, dass Sie anhalten. Ich war gerade shoppen und bin fix und fertig. Nach Hause gefahren zu werden, wäre toll. Gerne. Machen wir doch. Und strahl mich an, Mädel. Ja, für dieses Lächeln. Ah, legen wir doch hier mal eine Spur Gummi hin. Denkt dran, Leute, Gummis schützen. Ja. Oh, oh, aber kein Punktabzug, sehr schön. Rechts abbiegen. Zeit ist auch noch reichlich da. So wie das aussieht. So, Gas, Gas, Gas hier auf der langen Geraden. Strecke ist frei, also fliegen wir mal ein bisschen. Und da ist es ja schon, das Ziel. Cheat. Wir sind da. Oh, aber. Knirsch. Später. Ja, du kannst mich jederzeit anrufen. Yes. Genau, das zweite Mädel. Topmodel. Nach Hause gebracht. Wunderschön. Und das auch noch perfekt. Mit Blumenkränzchen. Und drei Sternchen. Das gibt wieder Coupons, mit denen wir in Boutiquen einkaufen können. Ja, und da war noch eine Nachricht, die da gerade reingeflogen ist. Beharrlicher Tourist, guter Start. Sie haben bereits 200 Meilen gefahren. Guti, ich würde sagen, wir begeben uns nach Hause und versuchen es nochmal bei einem anderen Mädel. Hey, erfolgreiche Mission Stufe 1. Toll, Bereich 3 erfolgreiche Missionen von 100. Es geht voran, ne? Und sie sind jetzt im Profi. Im Pausenmenü ist jetzt der Editor und den sie haben. Ich will erstmal in die Garage. Und wieder mein Skyline. Zack, da ist er. Schwupp. Ja. Hier mit der Maigutschda. So, und schon wieder eine News. Na holla. Das überschlägt sich hier ja. Hm? So, plopp. Mädel, Mädel, Mädel. Wo bist du? Da steht sie doch. Oh, Tabatha. Ein Fahrzeug mit zwei Sitzen. Darauf steht sie. Der Skyline ist zwar ein Viersitzer, aber es gibt halt, glaube ich, halt auch Einsitzer. Oder mit Motorrad würde sie wahrscheinlich auch nicht mitfahren. Schauen wir mal, ob die Lady bei uns einsteigt. Etwas längere Haare. Danke, dass Sie anhalten. Und rot. Ich war gerade shoppen und bin fix und fertig. Nach Hause gefahren zu werden, wäre toll. Ja, aber gerne doch. Ach, siehste, Zweisitzer, keine Rückbank. Das passt doch. 3:10. Wir wollen sehen, dass sie das Lächeln nicht verliert. Oh, diese Dame heile zu Hause abliefern mit ihren Einkäufen. Ich hoffe, sie hat kein Porzellan gekauft. Oh, aber ich hoffe mal, das wird eine ruhige Tour. Schwupp, und hier auch schön rumgezirkelt um die Kurve. Jo. Rechts abbiegen. Entschuldigung, habe ich verpasst. Sie fahren in die falsche nächste Richtung. Bitte wenden. Nee. Wenden kommt hier gar nicht in Frage. Ja, stattdessen. Genau, nehmen wir hier. An der nächsten Kreuzung links. Jawohl. Und da kommt unser Mädel mit dem Navi hier wieder auf die richtige links Spur. Abbiegen. Schulbus? Alter, was ist denn hier los?
Zack, kurz hier zwischengeschlenkert. Und nicht hinter dem Transporter her, sondern schwuppdiwupp hier schön um die Ecke rumgezirkelt. Und das Ganze hier nochmal. So. 3 Kilometer noch. Gut, 1,5 Minuten. Es wird nicht ganz so einfach. Okay, die Ecke hier kriegen wir. Oh, da hätten wir schneller rumkommen können. Aber jetzt geht's lange gerade. Speed, 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 Junge, hau raus. So, und das passte mal gerade mit der Lücke. Wusch, wusch, wusch. So. Jawohl, ja, richtig schön. Viel Platz auf der Straße. Olla, die Waldfee. Wenn der mich mitgenommen hätte, das hätte gescheppert. Nicht die Ecke, sondern die nächste. Ah, okay, ja, wollen wir mal sehen. Jetzt hier keine Abfahrt verpassen. Rechts abbiegen. Und nicht scheppern. 20 Sekunden, das wird knirsch, Leute. Das wird knirsch. Und hier muss man jetzt nicht auf den letzten Metern noch einen Fehler machen, aber Halleluja, ja, wir haben's. Wir sind da. Danke. Ich melde mich später. Ja, jederzeit, Mädchen. Jederzeit. Freut er sich. Na, Blümchenkränzchen. Weiter geht's. Jo, jetzt können wir uns hier auch schon mal eindecken. Mit Klamotten können wir unseren Burschen hier richtig schön aufstylen. Schauen wir mal, haben wir hier nicht... Was haben wir denn hier für Shops? Was ist das für einer? An die Echo waren wir ja schon. Und das sind ja Läden. Wir brauchen ja noch Geld, denn eine Mission möchte ich mit euch in der Folge schon noch haben. Das ist auch noch eine Sache, das können wir fahren. Hier haben wir einen Anhalter. Hier waren wir schon. Da sollten wir also relativ schnell hinkommen. Der braucht aber einen Chevy, okay. Und hüpfen wir mal hier hin. So. Und dann hier von Lars. 60.000, um ein Paket zu befördern. Von solchen Honoraren kann DHL nur träumen. Ach, da sind wir ja schon. No. Sie haben Glück. Ich wollte gerade gehen. Ich erkläre mal den Job. Ist nicht besonders kompliziert. Ein Päckchen, ein Briefkasten, keine Bullen. Also los. Okay. Machen wir doch. Ja. So. Ja, das wäre schon... Das ist eine Einmalmission, genauso wie die Abliefermissionen. Ne? Wenn man die einmal gefahren hat, kann man sie nicht wiederholen. Im Gegensatz zu den Rennen, die kann man halt beliebig oft fahren. Und ja, die Models kann man, glaube ich, auch öfter fahren, aber... Ja, ich weiß, hier geht's rum. So. Wir müssen nämlich... bisschen auf die Zeit achten. Ja. Aber man kann natürlich unterwegs die Bullen am Hacken haben, aber bis man sie dann wieder los ist, dauert es natürlich. Ja. Und dann kann man halt die Zeit nicht einhalten. Ja, hier schön innen vorbei diesmal. Schwupp, mal kurz aufs Bankett. Und hier zack, einfach schön innen gezirkelt, das Ding. Hoppala. Falscher Ansatz ein bisschen, aber ließ sich korrigieren.
Ja, und das, bei sowas ist der Skyline doch relativ gutmütig. Wow. Hat gescheppert, aber nicht die Polizei alarmiert. So. Zack. Also der Gegenverkehr gegen die Leitplanke gedonnert, aber ich bin da vollkommen unschuldig. Ich war da meilenweit weg. Komm, hier will ich auch innen vorbei. Das läuft ja bisher gut. Zack, zack, zack. Ach ja, hier. Ja, draußen auf dem Land sind die Hütten ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger repräsentativ. Schwupp, hier schön rum. Und an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Gut, das Schild nehmen wir mit. Den SUV auch. Ups, ist das eine Staubwolke? Das war ich aber nicht allein. Ja. Komm hier, gib Stöffchen. Nein! Alter, da fliegen wir natürlich. So, hoffentlich keine Polizei in der Nähe. Sieht so aus, als ob wir hier Glück haben. Jawohl. Die Jungs sind also wieder los. Ist keinem was aufgefallen, hat keiner was gesehen. So, was haben wir noch? 7 Kilometer, 2,5 Minuten. Da müssen wir uns aber noch sputen. Wollte ich gerade sagen. Richtig Feuer geben hier. Wunderbar, schöne lange Gerade. Da kann man natürlich heizen. Und jetzt kommt das Skyline hier auch richtig auf Touren. Ja, und frisst die Kilometer. 5,5 haben wir noch. Ja. Ja, 2 Minuten. Ja, dann kriege ich gar nicht so viel mit von der Landschaft hier, aber es geht halt ums Geld, ne? Warum muss ans Ziel innerhalb der Zeit? Und der Kunde zahlt nicht für die schöne Aussicht. Hey, da hat es hinter mir gescheppert, oder was? Leute. So, ach ja, hier kann man schön rausholen. Na, das läuft ja soweit. 1,7 Kilometer, eine Minute noch. Sollte zu schaffen sein, wenn da jetzt nicht am Schluss noch irgendwelche wilden Kurven kommen, sondern halt möglichst hier Highspeed-mäßig weitergeht. Ja. Und der Verkehr auch noch so. An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Alter, was für ein Drift! Ist der geil geworden. Das sah ja aus wie mit Absicht. Geili Taili, schwupp und delivered. Tja Leute, ich lackiere die Kiste gelb und schreibe in Rot DHL drauf. Oder FedEx. Oh, Päckchen ist abgeliefert, alles ist sauber. Oh, 60.000. Jo, da haben wir doch dann schon mal Kohle auf der Tasche. Ja, für die nächsten Runden. Denn ja, wir wollen ja einkaufen. Ich warte halt immer noch auf die Ergebnisse der Abstimmungen. Und es geht ja auch noch um ein Häuschen. Ne? Deswegen schauen wir erstmal, was wir hier noch an Rennen haben. Das ist wieder eine Abliefermission. Das ist die Chevrolet Trophy. Aha. Geht auch noch mit dem Chevy. Okay. Sonst haben wir hier aber nichts weiter freigeschaltet. Zurück an Absender. Muss ich da direkt hinfahren oder kann ich da
Nee, da muss ich selber hinfahren. Das würde dann für diese Folge vielleicht doch ein bisschen zu lang. Ich mache hier einfach erstmal Feierabend. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal auf Hawaii. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu, mit Ö.